Oh, servus, Geist hier. Normalerweise, ich habe die ersten zwei Videos ohne Kommentar, ohne gar nichts gemacht, weil die waren einfach genug, als dass man sie, finde ich, vom Sehen her alleine bewältigen konnte. Weil Super Meat Boy ist schon, es ist kein einfaches Spiel, es ist ein schwieriges Spiel. Und viele da draußen, beziehungsweise auch Freunde von mir, die das Spiel gespielt haben, die kommen an manchen Leveln absolut nicht weiter und wussten nicht wie. Und da habe ich dann entweder ein Level für die gemacht oder habe es denen gezeigt und dann wussten die wie. Und genau dafür ist es hier ja da. Soll hier nicht Protzerei, Prahlerei oder so ein Scheiß sein, sondern einfach nur, um zu zeigen, wie man diese Level am besten macht. Und ja, mit Arang natürlich. Nicht einfach machen, weil das ist ja machbar. Du kannst dir endlos Zeit lassen und dann ganz, ganz langsam vorgehen. Nee, 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 nee. Machen wir nicht. Wir machen das in Arang. Wie ihr seht, ich springe hier lang und nutze die Wände. Und jetzt die Kante. Ja, 7 Sekunden. Ich zeige auch nochmal hier diese Replay, wenn man das sehen kann. So ist man am schnellsten, am effektivsten. Und hat noch 4 Sekunden übrig. Oh, okay. Also einfach durch die Röhren durchspringen. Runtergleiten lassen. Immer R2 drücken. Sehr wichtig für die Geschwindigkeit. Und dann, ja, easy, mit 4 Sekunden übrig. Das wird jetzt schon schwieriger, da muss man die Sprünge timen. Kleine Sprünge, damit man nicht oben an die Stacheln kommt. Ja, erstmal an der Wand, die Leute, ihr könnt auch an der Wand ein bisschen rasten, ist gar kein Problem. Na gut, hier sieht man, dort würde ich durchgehen, aber ich bin ja drüber gesprungen. Okay, wie gesagt, am Anfang, ihr habt genug Zeit, wenn ihr da am Anfang rechts an der Wand erstmal ein bisschen rasten wollt. Ist auch kein Problem, ob ich ein bisschen Zeit lassen will. Weil, ja, wie man sieht, hatte ich ja noch. Ja, ich hatte noch 4 Sekunden. Also ein bisschen, ihr könnt es ein bisschen langsamer machen. Ich rush da halt immer jetzt so durch. Oh, ich erinnere mich an diese Scheiße. Drecksventilatoren. Immer schön niedrig an den Ventilator rein, damit es schön hoch fliegt. Niedriger ihr reinkommt, desto höher fliegt ihr. Ist das jetzt für eine Art? Das ist jetzt so ein Schwachsinn. Also, schön auf die Seite der Ventilatoren folgend. Das hat jetzt Zeit gekostet. Dann hier hoch. Müsst ungefähr in die Mitte springen, damit ihr das hinbekommt. Jetzt ja hier, es hat mir zu viel Zeit gekostet hier bei diesem Ventilator. Aber es geht noch. Wenn ihr jetzt hier springt, kommt ihr nicht nach ganz oben, schafft es nicht. Gerade aber auch an wie der letzte Affe, ne? So, jetzt aber. Das sieht doch mal gut aus. Mal auf jetzt! Lass mich hier rein! Jawohl! Also, wir springen über die Wand, über außen. Wir ignorieren diese Ventilatoren in die Lücke. Lasst uns einfach runtergleiten. Hier habe ich ein bisschen verkackt, da wäre ich fast gestorben. Da muss man halt ein bisschen springen und nach rechts laufen parallel, aber nicht zu viel nach rechts, ansonsten rutscht man in den Ventilator rein. Okay, langsam, langsam wird's. Scheiße. Okay, also, ihr seht nach rechts, schön an die Wand hoch und dann in die Lücke. Kurzer Sprung, hoch, über die Bande und ihr habt 12 Sekunden übrig. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schneller Weg hier nochmal zum Sehen, weil das ist nicht einfach, aber wenn ihr es hinbekommt, der schnellste und effektivste Weg.
Okay, also ein bisschen ineffizient am Ende, aber ihr springt in die Lücke rein, von der Wand drüber, auf die Plattform, runter auf die Plattform, an die Wand, rüber. Und dann müsst ihr müsst zurück auf die Plattform, sonst geht ihr in die Stacheln. Und dann springt ihr hier rechts rüber. Ich zeig's nochmal. Da habt ihr, ich meine, ich hab's in der Hälfte der Zeit geschafft. Damit habt ihr so viel Zeit. Hier, und man muss zurückgehen, ansonsten ist man in den Stacheln. Und am besten nimmt man den Sprung rechts mit und geht natürlich da noch rein, hätte ich noch weniger Zeit. Okay, dieser Sprung, das war jetzt insane, dass es das beim ersten Mal geklappt hat, aber man sieht einfach hier rüber, man muss wieder drunter. Es ist alles Speed. Dann kann man das Level in einem Instant machen. Ja, einfach nur mal, weil es so schön war. Und wir weiter sind bei Level 10. Eine Scheiße. Okay, schön geduldig mit den Ventilatoren runtergehen, ansonsten hat das keinen Sinn. Boah. Also schön mit dem Ventilator runtergehen, auf die mittlere Plattform hoch und dasselbe wieder zurück. Da kann man sich auch noch ein bisschen Zeit lassen und dann hat man auch noch immer noch. Also ich hatte noch 4 Sekunden. Ja, das hier, das ist eklig, das geht auf Geschwindigkeit. Muss ich hier jetzt hängen und hoffen, dass es ja 9 Sekunden, wofür 9 Sekunden? Einfach rüber, rüber und oben beim Schloss hängen bleiben. Da muss gar nicht links auf die Plattform, einfach oben beim Schloss hängen bleiben und warten, bis es sich öffnet. Okay, also einfach durchlaufen. Weil am Anfang passiert nichts. Erst hier, wenn ich den Schlüssel öffne. Oh Scheiße, warte, ich spiele das Level nochmal. Weil da wäre ein Portal gewesen, das habe ich noch gar nicht gehabt. Also ihr nehmt den Schlüssel. Ey, gib mir das Portal. Okay, Scheiße, das schneide ich raus. Slimy Boys sind immer sehr nervig. Ich weiß gar nicht, wofür der Schlüssel eigentlich da ist, aber einfach drüber jumpen. Ach, was pflastert unten. Aber einfach über die Slimies drüber und dann sind die kein Problem. So, jetzt haben wir Ventilator und Slimies. Das ist sehr nervig und wir dürfen nicht da unten rein. Das ist sehr wichtig, dass man die richtige Höhe hat. Damit man nämlich auch noch den. Man muss in der mittleren Höhe sein, damit man nicht zu hoch ist, aber auch nicht zu tief. Ich habe Zeit gelassen, habe meine Schlüssel oben geholt und habe den Safe trotzdem noch 6 Sekunden Zeit gehabt. So, und jetzt. Mehr Slimies. Ja, wie bei Super Mario, einfach ausweichen den Slimers. Und runterjumpen. Hier nochmal, am besten ist immer der Weg über oben und nicht die Kanten nehmen. Also immer, je freier der Platz ist, desto mehr Auswahlmöglichkeiten habt ihr. Deswegen immer den offensten Weg nehmen. Nicht immer den mit den meisten Kanten, wo dann noch Leute drin sind, wie hier rechts, sondern immer außen. Hier habe ich perfekte Ausweichmöglichkeiten. Kann da drüber jumpen und jetzt hier einfach runtergehen. So, weiter geht's. Oh, ich hasse diese Dreckslaser. Okay, schnell sein. Ich gehe die Laser aus dem Weg. Ich gehe nach links. Ihr seht, wie viel Versuch ich gebraucht. Ich gehe nach links unten rüber. Weil das kostet mich mit den Lasern rechts zu viel Zeit. Da kann ich das alles einfach überspringen und ich kann durchrennen
und die oben drauf springen, da muss ich nicht extra da oben warten. Ihr seht, alle, die rechts gegangen sind, die sind alle gestorben. Ich bin da allen diesen scheiß Laser geklatscht. Also einfach warten, bis der Laser geschossen hat und dann kann man da am Ende durchrennen. Und am Anfang einfach hier über links das Ganze skippen. Wer das über links nicht skippen kann, weil das ist nicht einfach, der soll einfach über rechts die Laser nehmen. Ich krieg das über rechts über die Laser einfach nicht hin, deswegen skippe ich das immer. Speed! Speed und Power. Geschwindigkeit am Anfang ist sehr, sehr wichtig. Ihr müsst da schnell, 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 schnell hoch. Und dann schnell, 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 schnell weiter. Der Anfang ist der schwierigste. Danach könnt ihr euch ein bisschen Zeit lassen. Ihr seht ja immer, wenn die Laser ein bisschen leicht rot werden, dann fangen die an zu schießen. Vorher seid ihr safe, habt immer noch ein paar Sekunden Zeit. Gott, ich hasse diese Scheiße. Ich hasse diese Scheiße, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Run, 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 little man. Um keine Zeit zu verlieren, schön da in der Ecke oben jumpen. Weil du hast nur ein sehr, sehr enges Zeitfenster am Ende. So schnell wie möglich durchlaufen, so schnell wie möglich wieder zurück. Und dann hier in die Ecke. Man kann sich da auch oben in die Ecke glitschen, aber ich mach's lieber so. Ist safer, weil wenn du nicht oben in die Ecke glitscht, kann sein, dass du nicht mehr rauskommst. Yo! Was ist denn mit euch kaputt? Alles klar, ich hab's gerade komplett gecheased. Also, seht komplett erstmal schnell rechts hoch und dann auf links wechseln. Den Schlüssel holen. Warten und dann einfach in die Mitte durch. Und auf der rechten Seite die Wand runter, dann kann euch der Laser nicht treffen. Und ihr macht das Ding in 8 Sekunden. Insane. Scheiße. Lass mich doch cheesen. Digga! Fuck mich nicht so ab, du Dreckslevel! Fuck mich nicht so ab! Okay, schön über Bande hoch und runter, schön mit dem Ventilator hoch. Nein! Jetzt aber! Jetzt aber! Jetzt aber! Mit dem Ventilator hoch. Auf. Nein! Nein! She's it like a god. Komm, jetzt aber. Jetzt aber. Nein! Nein! Ey, ich hasse dieses verfickte Spiel. Genauso wie ich es liebe, Alter. Oh. Das hat Zeit gekostet. Kann ich es diesmal schaffen? Ich kriege meinen Hass. Ich kriege meinen Hass. Ich kriege meinen Hass. Na komm! Jawohl, du kleine Missgeburt! Jawohl! Also, ich gehe diesen scheiß Weg über rechts nicht, ich cheese den links, indem ich da über die Wände gehe. Das ist natürlich nicht so einfach, aber es spart euch immens Zeit. Ich meine, ihr seht, ich habe fast noch das Doppelte der Zeit. Ich habe es in der Hälfte der Zeit geschafft, also nochmal. Geht die Wände hoch und geht über links durch die Ecke und versucht euch da hoch an den Wänden zu springen, ne? Wände hochgehen, kann der ja, diese scheiß Missgeburt. So, und dann... Bam. Da ist das Schwierigste an diesem Level eigentlich, mit abgesehen von diesem Cheese an der Seite, ist,
natürlich hier den Ventilator so zu treffen, man muss da unten so reinspringen und jetzt hier am besten auf der Plattform landen und von da aus weitermachen oder halt von Kante zu Kante. Einfach ist das nicht. Und ja, das war auch schon Chapter 2, aber der Boss. Ja, der Boss geht noch. Auf jeden Fall. Ey, aber ich weiß nicht, ob ich mir bei Welt 4 dann den Boss geben werde. Also, ich werde es vielleicht spielen und euch zeigen, wie man es, also so ansagen, wie man es machen soll, aber ich habe über 2 Stunden gebraucht, bis ich das hinbekommen habe. Auch jetzt hier, diese Aufnahme geht jetzt 20 Minuten. Ja gut, okay. Aber als ich das erste Mal die Level gespielt habe, ich auch ewig viel. Ich spiele dieses Spiel ja mittlerweile, ich weiß nicht, 4, 5 Jahre, ab und an mal wieder. Jetzt wird's richtig widerlich. Nein! Nein! Ey, dieses Mistvieh ist so eine Missgeburt. Immer schön die Schlüssel sammeln und weiter hoch. Immer gucken, wo die Lava ist, wenn nicht auseinandergenommen wird. Schlüssel ist auf der Seite, ich lasse ihn durchgehen. Er springt! Diese Missgeburt springt noch am Ende. Oh mein Gott. Okay, also ihr habt es gesehen, wie man es machen muss. Immer schön aufpassen, wenn er springt, ist, wenn er anfängt zu springen, dass ihr dann selber von ihm wegspringt, weil der springt ja dann auf euch zu. Das heißt, wenn ihr von ihm wegspringt, kann er euch noch erwischen, wenn ihr direkt unter ihm steht. Das heißt, ihr müsst nach hinter ihn springen, weil er zu euch springt. Was ist das für ein Ding? Keks vom Dach, Keks vom Dach. Der wirft die einfach vom Dach. Das dreckige Schwein. Ja, damit habe ich es auch geschafft. Und könnte jetzt in Chapter 3 gehen. Aber Chapter 2 zu schaffen, schaltet ja die Albtraumweltschaft frei. Dark World. Und wie ihr seht, da sind auch die A-Ringer am Start. Bedeutet, es klingt jetzt hier so schlecht, bedeutet, ich kann euch auch erklären, wie ihr das erreichen könnt. Weil ich glaube, für Dark World ging Welt 2 eigentlich. Ich glaube, es gab ein, zwei Level, die mich richtig ins Schwitzen gebracht haben. Besonders das Ding, diese Dinger, die werde ich nicht spielen, weil die sind einfach nur, die wurden einfach nur erfunden, um dich zu foltern. Weil das ist einfach nur ein Albtraum. Das ist einfach nur ein Albtraum. Ich zeig das mal. Ich zeig das einfach mal so zum Spaß. So, als kleinen Bonus. So, ne? Scheiße. Das habe ich jetzt dick verkackt. Das erste Level geht noch voll fit. Aber ich stelle mich gerade an wie die letzte Mizzet. Okay, scheiß drauf. Die Level dann. Ah, das war jetzt richtig unnötig. Ah, egal, die Level danach sind viel schlimmer. Also man muss, ich glaube, 4 oder 5 Level muss man schaffen, damit man das, damit es als geschafft gilt. Und oh, das dritte Level. Oh. Anstrengend. Naja. Und dann sehen wir uns dann in der Albtraumwelt. Von Chapter 2.